geben also zu, dass Sie heute in die Villa eindringen wollten. Naja, aber ich war nicht beruflich unterwegs, sondern privat. Wenn ich Sie recht verstehe, sind Sie also einer Einladung von Professor Lüttke gefolgt. Das grad nicht. Wissen Sie, Herr Oberinspektor... Herr Malik, wollen Sie nicht endlich ein Geständnis ablegen? Ja, wenn Sie mich dazu zwingen... Herr Malik! Naja, aber es muss unter uns bleiben. Ich wollte zur Theres, das ist die Köchin von Professor Lüttke. Und warum haben dann die Streifenbeamten bei Ihnen ein komplettes Einbruchsbesteck gefunden? Naja, wissen Sie, die Theres ist ein bisschen schwierig. Die muss halt erobert werden. Ich kenn's ja bis jetzt auch nur vom Sehen. Vom Ausbaldowern, meinen Sie? Sie tun mir Unrecht, Herr Oberinspektor. Sie wollten aus der Villa Kunstgegenstände entwenden und sie dann zu einem Hehler bringen, stimmt's? Nein! Dass man einem Menschen, der einmal gestrauchelt ist, einfach keine edlen Regungen mehr zutraut. Lassen Sie ihn abführen. Also, gehen wir. Ich möchte zu meiner Theres. Also gut, hauen Sie ab. Aber Sie melden sich täglich bei mir im Präsidium. Dankeschön, Herr Oberinspektor. Vielleicht machen wir es unseren Trauzeugen. Raus jetzt. Wer ist frei? Sagen Sie mal, Herr Oberinspektor, warum haben Sie jetzt den laufen lassen? Weil er uns mehr nützt, wenn er frei herumläuft. Wir müssen die Hehlerzentrale ausheben, dann geht die Zahl der Kunstdiebstähler automatisch zurück. Ach, Sie möchten den verliebten Ferdl beschatten lassen? Richtig. Und wer könne das besser als unser Freund Wanninger? Na, na, ausgeschlossen. Ich kann ja kaum mehr gerade ausschauen. So weh tut mir mein Kreuz. Geh, tu mir das Heizkissen raus. Geht schon wieder. Dankeschön. Nein, die Tabletten. Ach so. Was soll ich jetzt dem Herrn Steiner sagen? Wasser. Wasser, ja. Ach so. Ach, sag ich, wie gestorben oder was du machst. Außerdem ist das ein Auftrag für einen Anfänger. Das könnte sogar er selber machen. Aue. Dann weiß ich schon, wem der Auftrag wieder hängen bleibt. Mach dir nichts draus, Fröschl. So kommst du wenigstens einmal an die frische Luft. Feuer für mich? Leider nein. Nicht. Macht nichts, ich hab's erwähnt. Bitte. Erlauben Sie mal. Nicht schimpfen, wir haben's gleich. So, dann bitte. Bitte schön, Sie wünschen? Ja, ein paar Schuhe hätte ich gern, bitte. Ja, was darf's denn sein? Ja, Tennisschuhe vielleicht. Oh, die führen wir leider nicht. Aha. Darf's was anderes sein? Ja. Hm, was denn? Vielleicht in Wildleder. Ja, komm uns bitte schön mit. Mhm. Hm? Ja, was für eine Schuhgröße haben Sie denn? 42. 42. Schauen wir mal nach. Ja, bitte. Ja. Wenn Sie bitte Platz nehmen möchten. Gern. Bitte sehr, was haben Sie Schönes? Ja, hier, die Uhr. Die Uhr, ja. Schönes Stück, ja, wirklich. Aber mehr als 50 Mark kann ich für so eine Uhr leider nicht geben. Was juckt Sie denn so? Ja. Ich muss Sie unter vier Augen sprechen. Geht's gleich? Meinetwegen, ja. Bitte warten Sie einen Augenblick. Es dauert nicht lange, ja? Kommen Sie rein. Ja. Ich hab das vom Moser, Willibald. Der hat mir nämlich das gesagt. Ich soll gleich. Na? Wie gefallen Ihnen die Schuhe? Das muss ich eigentlich Sie fragen. Kann man mit den Schuhen auch tanzen? Ich meine, würden Sie mit mir zum Tanzen gehen, wenn ich die Schuhe anhab? Vielleicht. Ja oder nein? Na ja, gut. Ich nehme die da. Darf ich trotzdem nur ein bisschen da bleiben? Wissen Sie, ich habe nicht mehr einen Geheimauftrag. Sind Sie von der Polizei? Wenn ich das verraten würde, wäre es ja nicht mehr geheim. Und worin besteht das Geheimnisvolle? Ich muss jemanden beschatten.
einen Mörder? Na, diesmal nicht. Es handelt sich um Kunstdiebstähle und Hehlerei. Aber das bleibt unter uns, okay? Tag. War irgendwas los? Nichts Besonderes. Hm. Fescher Kerl. Mein Chef ist in Ordnung. Ach so. Können mir keine besseren wünschen. Also, ich verstehe kein Wort. Wo haben Sie denn den Buddha, von dem Sie dauernd reden? Ich habe ihn ja noch gar nicht, aber wenn... Und warum wollen Sie ihn unbedingt mehr bringen? Ja, weil sich das rumgesprochen hat. Sie wissen doch selber, in meinen Kreisen sickert manchmal sowas durch. Die Ohrenbande heißt man euch schon. Ohrenbande? Na ja, wegen dem Erkennungszeichen. Klassisch. Ja, aber... Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Den Tipp, dass die Zentrale hier in dieser Straße ist, das habe ich von ein paar Kollegen. Absolut zuverlässig. Was für eine Zentrale meinen Sie? Na, den Großhandel. Jetzt verstehen Sie ihn noch nicht so. Sie haben mir doch vorhin das Zeichen selber gegeben, hier so. Ja, weil mich ja dauernd das Kratzen nervös gemacht hat. Glauben Sie mir, bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Na, sowas. $44,50. So. Ja. Und das sind die Schuhe. Dankeschön. Guten Tag. Grüß Gott. Bitte, Sie wünschen. Ich suche schwarze Lackschuhe. Herr Buchner, können Sie bitte mal kommen? Ja. Guten Tag. Der Herr sucht Lackschuhe. Lackschuhe. Ah ja. Welche Größe? 43. Kommen Sie bitte mal mit. Also da, bis heute Abend. Ne? Ja. Servus. Wissen Sie die Kunden? Ja. Ausgezeichnet. Ja, Herr Fröschl, was machen Sie denn da? Ja, ich hab mir gerade ein paar Schuhe gekauft. Ah. Und Sie? Ich kaufe mir neue Handschuhe. Ja. Ich meine, haben Sie halt nachkonfisziert. Also unverschämt werden sollte er nicht. Hat er denn eigentlich gemerkt, dass Sie ihn vorher schon beobachtet haben? Ich glaube nicht, Herr Direktor. Ja, sonst wäre er nicht so schnurstracks zum Pfandhaus gelaufen. Eben. Wir scheinen auf der richtigen Spur zu sein. Am liebsten würde ich heute noch zuschlagen. Warum? Ich habe da schon wieder eine Meldung gekriegt. Die 17. in 8 Wochen, gerade vorhin. Aus der Galerie Hellas ist eine wertvolle Ikone gestohlen worden. Am helllichten Tag? Die Burschen werden auch immer frecher. Trotzdem dürfen wir nichts überstürzen. Ich finde, wir sollten jetzt das Pfandhaus überwachen. Wenn Sie einverstanden sind, dann mache ich das gleich selber. Ja, bitte meinetwegen. Der Wanninger kann es ja sowieso nicht, der hat es ja wieder einmal im Kreuz. Ja, ja, ich weiß, der Herr Wanninger. Da mischt er sich dauernd in Fälle, die ihn gar nichts angehen. Und ausgerechnet, wenn man ihn mal zur Mitarbeit auffordert, fällt ihm sein Kreuz wieder ein. Es ist sowieso besser, wenn er im Bett bleibt. Der Ferdl kennt den Herrn Wanninger viel zu gut. Geh weiter, komm rein. Mach die Tür zu. Komm, setz dich hin. Ich habe Ihnen ein paar Blumen mitgebracht. Oh, Ferdl, das ist aber nett. Hast du ein schlechtes Gewissen, was? Ich, wie kommst du denn da drauf? Da steckst du rein. Warum haben Sie mich eigentlich hergestellt? Geh, hol mir meine Zigarren. Da im Schreibtisch. In der Schublade. Zigarren, habe ich gesagt. So, setz dich hin. Also, was war heute Nacht los? Sie meinen, wie Sie mich festgenommen haben? Auf was du es abgesehen hast, will ich wissen. Sie werden es nicht glauben, Herr Wanninger. Ich wollte bloß ein bisschen Zärtlichkeit. Sowas braucht ja der Mensch ab und zu. Ich verzapf keinen Schmarrn. Das kannst du dem Steiner erzählen. Na, das habe ich schon. Aber der hat für sowas auch kein Verständnis. Ferdl, du kennst mich jetzt lang genug. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Aber wenn du jetzt nicht sofort auspackst, dann machst du in deinem ganzen Leben keinen Stich mehr. Also? Irgendwie merkt man es halt doch, dass Sie ein Polizist sind. Aber ich mag Sie trotzdem. Sie und die Therese, das ist die Köchin von Professor Lüdke, sind mir die liebsten Menschen auf der Welt. Ferdl?
Ja, also im Moment gehen Plastiken weg wie warme Semmeln, besonders asiatische Sachen. Ein paar Kollegen, die haben sich drauf spezialisiert, die erleben jetzt eine direkte Hochkonjunktur. Und weil sowas halt nicht ewig dauert, haben wir gedacht, Viertel, da steigst ein. Beim Professor Lüttke? Ja, der hat einen sündteuren Butter. Da ist die ganze Bande jetzt scharf dahinterher. Woher weißt denn das alles? Branchengerüchte. Von wem? Vom Moser Willibald. Ja, da schau her, der Herr Moser. Und wer kauft euch das Zeug ab? Ja, das, wenn ihr wisst. Ehrlich, Herr Wanninger, ich weiß bloß, dass der Hehler in der Bauerstraße hockt. Das Pfandhaus ist koscher, das weiß ich schon. Und ich krieg's auch noch raus, wer's wirklich ist, da gibt's nix. Wie denn? Ach so. Hä? Ja, das ist ihr Geheimzeichen. Viertel, hör zu. Eine Hand wäscht die andere. Ich gebe dir 24 Stunden Zeit. Bis dahin hast du erfahren, wer der Hehler ist. Verstanden? Wenn nicht, dann lebst du wieder mal eine kurze Zeit auf Staatskosten. Hast mich? Ich streng mich an, Herr Wanninger. Gerade jetzt habe ich was gegen schwedische Gardinen, wo ich doch so auf die Köchin stehe. Ja, so gut. Kommst morgen zum Rapport. Vierte. Ja, gute Nacht, Herr Wanninger. Ja, gute Nacht. Herr Professor Lüttke, grüß Gott. Hier ist Kriminalinspektor Wanninger. Ja, Sie haben doch einen sehr wertvollen Butter. Genau. Ja, Herr Professor, da hätte ich jetzt eine große Bitte an Sie. Ich glaube, mir hat's da erwischt. Ja, was? Ja, ich hätte mir jetzt fast nicht traut, dass ich dir ein Puzzle gebe. Und so schüchtern bin ich eigentlich nur, wenn ich verliebt bin. Aber Sie kennen mich doch kaum. Erstens musst du jetzt du zu mir sagen. Und zweitens hat's bei mir noch nie so geschäbert wie heute. Glauben uns, Christa, wir passen gut zusammen. Schon seltsam. Wenn du nicht hinter dem Hehler her wärst, dann säßen wir vielleicht gar nicht da. Ja, eigentlich müssen wir dem Ganoven direkt dankbar sein dafür. Mhm. Habt ihr schon einen Verdacht? Mhm. Wer ist es denn? Na? Bitte, Toni, sag doch wer. Oder hast du kein Vertrauen zu mir? Doch, doch. Na bitte, sag doch. Du, ich finde das so schrecklich aufregend. Der Besitzer vom Pfandhaus, wissen Sie wie von euch? Ach, der Herr Weber, da schau mal an. Was? Kennst du den? Flüchtig. Der wirkt aber eigentlich sehr bieder. Na mein, man täuscht sich oft in den Menschen. Was glaubst du, was ich da schon alles erlebt habe? Ja. Mache ich von deinem Laden aus das Pfandhaus. Dann können wir uns auch unter Tag sehen. Fundig, was? Ja, na hoffentlich hat der Chef nichts dagegen. Wieso? Du sag mal, ist der eigentlich verheiratet? Nein. Ha? Ist sonst irgendwas? Mhm. Der lädt mich nur manchmal zum Essen ein, aber sonst. Das möchte ich ihm auch geraten haben. Sonst kann er nicht mehr mich kennenlernen. Mhm. Einen gefährlichen Kriminalassistenten. Ihr Leiden wird ja immer schlimmer. Wollen Sie sich nicht doch vielleicht bald pensionieren lassen? Überlegen Sie es mal in aller Ruhe. Das würde Ihnen so passen, gell? Also, Sie wollen morgen Abend auf das Pfandhaus eine Razzia durchführen? Ja. Mhm. Ja, sind Sie denn so sicher, dass dieser Herr Weber der gesuchte Hehler ist? Aber Sie wissen doch, dass wir früher da schon mal heiße Ware gefunden haben. Ja, schon. Aber das könnte doch ein Zufall gewesen sein, nicht? Ja, schließlich kann doch der gute Herr Weber nicht schmecken, ob die Gegenstände, die ihm die Leib bringen, gestohlen sind oder nicht. Ja, also ich glaube nicht an solche Zufälle. Geh, Herr Steiner. Ja?
Sind's doch bitteschön so gut und machen's auf. Aber gern. Und ich darf mich dann auch gleich verabschieden. Also auf Wiedersehen, Herr Wanninger, und gute Besserung. Dankeschön, Herr Steiner. Vielen bitte. Dank für Ihren Besuch. Gell? Bitte schön. Auf Wiedersehen. Ja, und Sie sind mir nicht böse, dass Sie mich noch nicht pensionieren lassen. Nein, nein. Ja, schauen Sie, ich hänge heute halt an meinem Beruf. Gell? Ja, also auf Wiedersehen. Oh, gute Besserung. Oh. Sie sind's, Frau Schöll. Guten Abend, Herr Steiner. Ich will bloß noch schnell mal reinschauen. Ja, ich gehe gerade. Guten Nacht, Herr Steiner. Guten Nacht, Frau Schöll. Guten Abend, Herr Wanninger. Oh. Ja, der Fröschl. Ich habe noch Licht gesehen, gell? Ja, das ist aber nicht. Grüß dich, Gott. Grüß dich, Gott. Komm, setz dich hin. Dankeschön. Ihr seid ja direkt anhänglich. Das merkt man erst, wenn es einem das Gestell zusammenhaut. Oh. Wie geht's dir? War fantastisch. Sagen Sie mir, Herr Wanninger, ist das ja eine Medizin, hä? Ja, Kegel Steiner. Oh. Oh, da hinten sind Gläser. Ah, ja. Sie, Herr Wanninger, ich hab da ein Mädel kennengelernt. Ja, jetzt sag bloß noch, du machst eine reiche Heirat und quittierst den Dienst. Nein, so weit ist noch nicht. Und reich, glaube ich, ist das Mädel auch nicht. Sie arbeitet als Verkäuferin in einem kleinen Schuhgeschäft in der Bauerstraße. So, so. Aber dass man aber nicht vor lauter Posieren den Dienst vernachlässigst, gell? Ja, im Gegenteil. Die hilft uns doch. Ich hab's als freiwillige Mitarbeiterin engagiert. Ist das komisch, ja, was? Du, vielleicht werde ich sogar noch in die Polizei aufgenommen. Ja. Aber das wollte mir nicht versprechen. Ja, aber vorher musst du noch diesen skrupellosen Hehler ans Messer liefern. Ja. Du, Roland. Hm? Sollten wir nicht doch allmählich mit der Sache aufhören? Naja, der Pachtvertrag für das Geschäft läuft sowieso im April aus. Ja. Aber den Buddha von Professor Lüttke will ich erst noch haben. Der bringt uns mindestens 10.000 Eier. Der Lüttke fliegt doch heute nach New York. Ja, genau. Er ist doch gelacht, wenn der Willibald das Ding nicht holen könnte. Aber dann machen wir Schluss, ja? Ja. Vorsicht, da kommt der Busenfreund. Frau Christa, schauen Sie sich doch mal die neue Kollektion an, wenn Sie Zeit haben. Mhm. Ich glaube, der ist sauer. Hat der was gemerkt? Ach was? Ja, so sehr, dass ich nicht vergesse. Der was Herr Professor möchte eine Quittung für den Butter. Ja. Das haben sie selber vereinbart. Ja, ja, ist schon recht. Schreibst du, ja. Wo ist denn der Kugelschreiber? Ja, das weiß doch ich nicht, wo sie den will. Na, also, so lange kann ich nicht warten. Ne? Ja, jetzt ist der Tee auch gleich fertig. Ja. 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 Ich mach das Bütchen auf. Wer ist es denn? Ich. Komm rein. Na, geh schon rein. Grüß Gott, Herr Wanninger. Grüß Gott, Ferber. Herr Wanninger, wissen Sie, wer das ist? Mhm. Die Therese. Ich weiß. Das haben Sie für mich gemacht. Herr Wanninger, das werde ich Ihnen nie vergessen. Das ist doch das Interessante an unserem Beruf. Wir tasten uns ganz langsam an den Täter ran und plötzlich haben wir zu. Toni. Wir wissen schon ein bisschen mehr über die Organisation. Die haben sogar Geheimzeichen. So. Und wozu? Mhm, dass der oder die Hehler ganz unauffällig informiert werden können, ich hab wieder was. Aha. Du sag mal, Toni, bist du ganz sicher, dass der Herr Weber der Hehler ist? Absolut. Heute Abend machen wir die Razzia. Jesus, da kommt der Bekannte, der soll mich da nicht sehen. Sonst spannt er, warum ich da bin und warte, die Brüder. Wo soll ich? Geh schnell hinter das Regal. Los, los, los. Da. Ja, geh. Grüß Gott. Bitte sehr. Haben Sie Haferlschuhe? Nein, die haben wir leider nicht. Ja, das ist aber schade. Wissen Sie, die sind so bequem, da haben wir gedacht. Na ja, die sind aber ganz aus der Mode und das war... Vorsicht, Polizei. Was haben Sie denn? Polizei. Was ist? Ach so. Wollen Sie ein Kandis? Nein, danke. Das ist aber was Gutes. Und viel gesünder als Zigaretten rauchen. Ja, erst dann. 18.10 Uhr werden unauffällig sämtliche Ausgänge des Pfandhauses besetzt. Der ganze Block wird hermetisch abgeriegelt. Zwei Mann kontrollieren die Garagen und Punkt 18.20 Uhr schlagen wir zu. Sie leiten doch persönlich den Einsatz. Ja? Selbstverständlich, Herr Direktor. Die Vorbereitungen überwacht Fröschl. Was? Beim Professor Lüttke ist eingebrochen worden. Aha. Der Steiner ist auf 100. Er hat eben angerufen. Oh. Das tut schon fast nicht mehr weh. Beim Professor Lüttke, so. Und was ist alles gestohlen worden? Nur ein Butter. Aber das langt. Der Hundling. Wer? Oh, das war der Viertel, da schwöre ich drauf. Oh, warte noch, Bierchen. Mm-mm. Wir haben eine genaue Beschreibung.
Der Postbot hat nämlich den Einbrecher gesehen. Was? Mhm. Na, so fast 2 Meter lang. Ein Brakelmannsbild. Ein paar Hände wie ein Bordeckel. Auffallend lange Arm. Nicht mehr der Jüngste. Also zwischen 50 und 60. Aber noch sehr rüstig. Kennst du so einen? Ich nicht. Ja, nicht. Frag doch einmal dein Gespusi. Vielleicht taucht er in der Bauerstraße auf. Nein, so einen, auf den die Beschreibung passt, habe ich nicht gesehen. Bist du sicher? Ich habe den Eingang drüben nicht aus den Augen gelassen. Macht nichts, wir kriegen schon. Jetzt kannst du mal zuschauen, wie es bei so einer Razzia zugeht. Bussi. Freue mich schon auf heute Abend. Du auch? Ja. Mein Bude ist für recht gemütlich, weißt du das sehen? Und wenn du so einen langen siehst, kriegst du die Belohnung. Ciao! Ist er weg? Ja. Und der Buddha auch. Was? Irgendein langer Lulatsch hat ihn heute Mittag geklaut. Er ist auf einem Motorrad entkommen. Verdammt! Das war keiner von unseren Leuten. Jetzt sind die 10.000 im Eimer. Traurig, aber wahr. Schau mal, jetzt kommen's. Alles klar. Ja, alle Hinterausgänge sind besetzt. Gut. Isar 9 besetzt den Nebenaufgang. Isar 12 sperrt die Haupteinfahrt Bauerstraße. 2 Mann von Isar 14 folgen uns nach oben. Los, Ende. Hier ist es. Da wimmelt's ja vor lauter Polizei. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Sind wir allein? Was wollen Sie? Ich hab was für Sie. Was? Einen Heiligen. Ach, bitte, kommen Sie doch. Gehen Sie doch mal da ins Büro, ja? Ja, durch die Tür. Ich komm gleich. Dankeschön. Was meinst du? Die Beschreibung stimmt. Ja, wir kennen ihn nicht. Frag ihn doch, woher er weiß. Mach schnell, er muss weg hier. So, sagen Sie, Herr... Ja? Woher wissen Sie eigentlich, dass ich sowas kaufe? Na, Ihr Inserat werde ich lesen haben. Ja. Trotzdem hätte ich ganz gern gewusst, was Sie... Ja, ist so schön, der Moser Willibald, der hat mir alles gesagt. Ah ja, der Moser. Mhm. Ja. Na ja, schön, wenn Sie mir nicht trauen, kann ich hier nein, gehen. Nein. Das drum wäre schon los. Der Verkauf ist kein Problem, der Einkauf, der war viel schwieriger. Ja, Moment. 3.000? Einverstanden? Was? Bei dem Risiko? Ja, also gut, 5.000. Na also. Aber mehr ist nicht drin. Das klingt schon besser. Verstanden. Ja, sehr schön. Na, hat's geklappt? Die filzen alles durch, aber ich glaub, wir haben uns getäuscht. Die Zentrale muss woanders sein. Aber ein Gutes hat der Verdacht gehabt. Ich hab die gefunden. Können wir gehen? 5.000. Mhm. Stimmt genau. Na, sehen Sie. Herr Warninger. Sie? Gelder schaust. Ja, kennt ihr euch schon? Das ist Fräulein Christa, meine Freundin. Und das ist mein Chef, Herr Inspektor Warninger. Halt! Stehen bleiben, Herr Buchner! Oh, pardon. Da sind Sie, Fröschel. Zwar ein Schlag ins Wasser, wir haben nichts gefunden. Rein gar nichts. Kunststück. Wenn Sie auf der falschen Straßenseite suchen. Da, der Herr Buchner, der gibt zu, dass er gemeinsam mit dem Fräulein Christa den mäßigen Umsatz von seinem Schuhladen ein bisschen mit Hehlerei aufbessert hat. Okay? Stimmt das? Abführen. Und der Fröschel hat wieder einmal gespurt. Genauso, wie ich es von ihm erwartet habe. Aber Herr Warninger, ich hab doch gar keine Ahnung gehabt. Eben. Meinst du, dass ich den Fall sonst so leicht aufgeklärt hätte? Vom Bett aus? Richtig. Wie geht's denn Ihrem Kreuz? Fragen Sie mich nicht. Aber das sehen Sie doch ein, Herr Steiner. Ich kann mich doch nicht pensionieren lassen. Bei dem Nachwuchs. Gehen wir. Ja.